Verehrten Damen und Herren, das Thema, das wir zuerst haben, hat die Suchfrage, finden wir in unserem Denken Freiheit? Dazu ist es ja wohl notwendig, dass man zuerst einmal überhaupt das Denken betrachtet, das wir ja gemeiniglichhin als Bewusstsein bezeichnen. Descartes sagt, cogito ergo sum, ich denke, darum bin ich. Das heißt, durch das Denken sind wir erst unserer selbst bewusst. Und es ist wohl richtig, dass das, was wir in dieser Welt der Erscheinungen sind, durch das geworden sind, was wir gedacht haben, was wir uns in unser Bewusstsein gebracht haben. Das heißt, die Summe der Erfahrungen, die wir sind, die ist es, die eigentlich unser Ich, damit das denkende Wesen ausmacht. Denken ist ja immer etwas in dieser Welt der Erscheinungen, was mit Gegensätzen zusammenhängt. Das heißt, wir leben in einer Welt, die überhaupt nur durch Gegensätze wahrnehmbar ist. Es ist Licht und Dunkel, oben und unten. Es ist alles das, was die eine und die andere Polseite hat. Und nur dadurch sind wir in der Lage, gewissermaßen aus diesen Kontrasten heraus sinnlich etwas festzustellen. Wenn wir irgendetwas Weises haben, was mit einer weisen Schrift geschrieben ist, sehen wir nichts. Wir müssen also den Kontrast haben. Und dieser Kontrast ist die Voraussetzung unseres Bewusstseins. Das heißt, wir sehen aufgrund des Kontrastes, wir nehmen wahr mit allen unseren Sinnesorganen aufgrund von Kontrasten. Und so ist auch unser Denken. Unser Denken ist nichts anderes wie ein Sprechen. Wenn Sie sehr einsame Menschen haben und laufen hinter einem solchen Menschen her, werden Sie sich wundern, dass er plötzlich spricht. Es ist gar niemand da, aber es spricht in ihm. Die Pole sprechen in ihm, die Kontraste, die Gegensätze. Und jeder Mensch hat, da er denkt, immer Gegensätze in sich. Er hat immer zwei Seiten, die eine und die andere. Wir müssen unentwegt, wenn wir denken, wählen zwischen der einen und der anderen Seite. Darüber sind wir uns leider nicht immer so bewusst. Es wäre gut, wenn wir uns dessen immer voll bewusst wären. Dann würden wir vielleicht uns auch einmal über unser ganzes Denkwesen voll und ganz im Klaren sein. Wir haben immer das Vergangene vor uns, das, was wir erlebt haben, und wir wollen immer irgendwie werden. Dieses Werden gestalten wir aufgrund der Erfahrungen des Vergangenen. Wir haben Lust gehabt und wir möchten gerne diese Lust wiederholen. Wir haben Unlust gehabt und wir möchten gerne diese Unlust vermeiden. Und daraus entwickeln wir unser gesamtes Denkwesen. Das ist unentwegt da. Und auch alles, was
unsere privaten, beruflichen und sonstigen Angelegenheiten angeht, versuchen wir immer durch dieses Denken zu bewältigen. Wir machen den einen Fehler, und der wird immer gemacht, dass wir den Gegensatz, der jeweils da ist, nicht integrieren können in unser Wesen. Den Gegensatz betrachten wir zumeist als etwas Feindliches. Und dieses Feindliche, dieses Gegensätzliche, das projizieren wir dann hinaus. Dann ist es draußen der Feind. Und dieser Feind, der draußen ist, der ist es, der uns entgegenkommt und der, unter dem wir dann leiden. Wenn wir den Gegensatz integrieren könnten, wenn wir sagen, gut, ich habe diesen Standpunkt, ich bin nun so, das erscheint mir jetzt als richtig, aber das andere hat auch seine Richtigkeit. Das wäre der erste Ansatzpunkt zu einer bestimmten Freiheit, zu einer bestimmten Toleranz. Aber wir sind immer geneigt, den Gegensatz, den wir projizieren, schlecht zu machen. Sie sehen es am schönsten im Parteileben, im politischen Leben. Man will nicht das Gute an der Gegenpartei, sondern man zieht sie vor aller Öffentlichkeit herunter und macht sie schlecht. Und das ist etwas, was wir auch in uns selbst tun. Und darum erzeugt das Denken Leidvolles. Unser Denken ist nichts, was uns Freude bereitet, sondern das Denken bereitet uns letztendlich immer wieder Leid, weil wir nicht in der Lage sind zu integrieren. Wir sprechen zwar vom Geistigen, aber wir können das Geistige gar nicht erreichen, wenn wir nicht vorher den Gegensatz in uns integriert haben. Jesus Christus, der sehr genau diese Situation erkannte, sagte das Wort, liebet eure Feinde und tut wohl denen, die euch fluchen. Das heißt, eure Gegensätze, habt sie einmal lieb und zieht sie in euch hinein und integriert sie. Denn der Gegensatz, den ich habe, ist ja mein Gegensatz. Er gehört ja zu mir. Er macht ja mein Wesen aus. Und es geht nun darum, dass ich diesen Gegensatz in mir nicht nach draußen projiziere, sondern ihn in mir behalte, dann besteht die Möglichkeit, dass ich aus diesem, was ich hier als Standpunkt habe, und auf der anderen Seite aus dem Gegensatz, ein Drittes finden kann. Und dieses Dritte, das ist wie beim Dreieck der obere Punkt, der auf einer höheren Ebene liegt. Und dadurch komme ich zur Weisheit. Das Wissen, das besteht immer aus Gegensätzen. Aber die Weisheit besteht immer aus drei Punkten. Darum finden Sie auch in den alten Kirchen über den Altären das Dreieck und in der Mitte des Dreiecks das eine Auge, das Auge der Einfalt. Ich kann, solange ich in meinen Gegensätzen konträr lebe, kann ich nicht zur Einfalt kommen. Da bin ich zweifältig, da bin ich zweifelnd. Zweifelt bedeutet ja Zweifel. Und wo ich zweifelnd bin, da kann ich nicht lieben. Wenn ich an dem Menschen zweifle, den ich lieb habe, dann ist das eben keine Liebe. Dann
stehe ich eben im Misstrauen. Und darum ist das normale Denken, das man im Allgemeinen hat und in dem wir unentwegt in diesen Gegensätzen uns befinden, etwas, was zum Konflikt führt und zum Leid. Jedes Denken in seiner Grundstruktur führt eben dorthin. Wenn Jesus daher sagte, so viel höher der Himmel über der Erde sind, so viel höher sind die Gedanken Gottes oder die göttlichen Gedanken über den menschlichen Gedanken. So spricht er ja das Göttliche von uns an, weil er ja auch an anderer Stelle sagt, dass wir Gottes Kinder seien und dass Gott unser himmlischer Vater ist. Also, er meint, dass wir diese göttlichen Gedanken doch zulassen sollten. Aber das können wir wiederum nur, wenn wir, wie gesagt, den Gegensatz integrieren. Wir finden, solange wir in den Gegensätzen sind, niemals Freiheit. Wir finden in uns keine Freiheit und wir finden auch draußen in der Welt keine Freiheit. Wir sind irgendwie immer Gefangener. Wir isolieren uns immer wieder. Und da dieses Denken ja auch zumeist mit Glauben zusammenhängt, denn das, was man Glaube nennt, ist ja letztendlich auch nichts anderes wie ein Denken. Man denkt, dass es so oder so sei, man glaubt an irgendein Bild, man glaubt an ein begrenztes, während doch in Wirklichkeit das, was ist, unbegrenzt ist. Darum ist immer alles, was wir in dieses Denkwesen hineinziehen, unfrei, macht, bereitet uns Leid, bereitet uns Schwierigkeiten. Wir müssen bedenken, dass wir eigentlich unser Denkwesen nur dann befreien können, wenn wir uns über dieses ganze Denkwesen klar sind. Wir müssen über dieses uns eine Übersicht verschaffen. Wir müssen bedenken, dass das Bewusstsein des Kindes, also des Säuglings oder des Neugeborenen, so gut wie null ist im Sinne des Denkens. Die Denkprozesse entstehen erst. Sie entstehen dadurch, dass das Kind erfährt, dass es irgendwie seine Flasche bekommt, dass er seine Nahrung bekommt und dass ihm Liebe zuteil wird. Und da fängt es an, bestimmte Erfahrungen zu sammeln. Und diese Erfahrungen, die es sammelt, die stellen die Grundlage des Denkwesens dar. Darum sagt Professor Portman, dass das, was in den ersten 4 Wochen erfahren ist, das Schicksal des Menschen ausmacht. Er sieht als Anthropologe sehr wesentlich, dass die Einflüsse, die Erfahrungen, die ein Neugeborenes macht, von ganz außerordentlicher Bedeutung ist und, wie wir sagen, tiefe Engramme erzeugen. Das ist überhaupt so eine Sache mit den Engrammen. Das ist, dass wir immer irgendwie welche Schocks bekommen. Diese oder jene Schocks, die uns zuteil werden. Und die graben sich natürlich in unserer Seele ein. Vor allen Dingen in unserem denkenden Bewusstsein. Und diese Schocks sind es, die sehr weitgehend auch das Schicksal und die Reaktionen der Menschen ausmachen. Wir können nämlich beobachten, dass beispielsweise bestimmte Erlebnisse, die wir haben, immer wieder
zu Fehlleistungen führen, weil wir an ein bestimmtes Engramm gekommen sind. Wir machen dann den Menschen einen Vorwurf, gewissermaßen, dass er doch immer wieder denselben Fehler macht. Aber da ein Engramm immer etwas ist, das sich auch in das tiefere Bewusstsein einfügt, so ist es so, dass dieses Engramm, das auch Bezug hat zum Unterbewussten oder wie man auch sagt, zum Unbewussten, nun sich auswirkt auf die Reaktionen. Die Reaktionen sind dann nicht so, wie man eigentlich es normalerweise verlangt. Ein jeder Mensch ohne Ausnahme ist gekennzeichnet durch Engramme. Er, sein Schicksal, seine Wirkungen, seine Verhaltensweise ist bestimmt durch schockartige Erlebnisse, die er erfahren hat und die er schon sehr früh, schon in den ersten 4 Wochen seines Lebens erfahren hat. Hier sind eingegraben ganz bestimmte Erlebnisse und Erfahrungen. Und immer wieder, wenn etwas diese Engrammstellen berührt, reagiert der betreffende Mensch meistens irgendwie mit einer Fehlleistung. Es ist etwas Merkwürdiges, dass eigentlich gerade diese Engramme, die wir heute eigentlich so in den letzten 50 Jahren durch die Psychologie besonders herausgehoben haben in unser Bewusstsein, dass die eigentlich gemeint worden sind von allen Erlösungsreligionen. Es ist ja ganz gleich, welcher Erlöser es ist. Also bei uns ist es Jesus Christus. Diese meinten, die gehen nämlich darauf aus, dass wir von unseren Engrammen erlöst werden müssen. Die Engramme sind die Ursache unserer Schicksale. Dass ein Mensch falsch reagiert, dass heute einer ein Terrorist wird, das hat zu einem großen Teil mit Engrammen zu tun, die er erfahren hat und manchmal schon sehr früh in seiner allerfrühesten Kindheit. Und diese Engramme zu beseitigen, ist nicht durch ein Denken notwendig. Selbst ein gescheitestes Denken, selbst eine Klarheit, dass man sagt, das ist vollständig falsch, bringt es nicht fertig, dass man in Bezug auf Engramme falsch reagiert. Wir reagieren falsch. Und wir können sagen, dass zu einem großen Teil das, was unser Schicksal ausmacht, oft die Summation ganz zusammengepresster Schicksalsschläge mit Engrammen zu tun hat, die zutiefst im Verborgenen des Menschen, also im Unbewussten ruhen. Nicht einmal im Unterbewussten, denn das Unterbewusste ist irgendwie noch zu erreichen. Sie sind verdrängt in das Unbewusste unseres Bewusstseins. Wobei wir natürlich sagen müssen, dass das Bewusstsein sehr viel mehr ist als wie jene Denktätigkeit, von der ich eben vorhin sprach, also von jenem Denkwesen, das wir ja im Allgemeinen eben immer in den Gegensätzen vollziehen, eben sprechend vollziehen. Wenn wir Deutsche sind, dann denken wir Deutsch. Wenn wir Franzosen sind, denken wir Französisch. Wenn Sie viele Sprachen beherrschen, voll beherrschen, dann können Sie Englisch oder Französisch oder Deutsch denken. Aber
Das Wichtigste ist, dass sie gewissermaßen sich darüber klar sind, dass sie sprechen. Und wenn sprechen, sind immer zwei da. Man ist nicht allein. Der Denkende ist also nie allein, sondern es sind immer zwei da. Und zwar sind zwei Pole, zwei Gegensätze da. Wir denken, wir sprechen unter Gegensätzen und wir geben dann schließlich im Resultat unseres Denkens einem Gegensatz das Recht, wenn wir uns auch oft gar nicht so ganz wohl dabei fühlen. Wir haben oft das Gefühl, und das stimmt nicht ganz, weil wir eben uns nur für die eine Seite entschlossen haben. Das ist eben genau das schlechte Gewissen, das wir in unserem Denken haben, weil es nämlich eine Gewissheit gibt. Und diese Gewissheit ist größer als wie alles Denken und wie alle Polarität. Wir sind ja geistige Wesen, die mit einem Leibe bekleidet sind. Und der Geist ist etwas Umfassendes, der in sich die Polarität hat. Er besteht ja nicht aus der Polarität, sondern er ist, wie man auch religiös sagt, Ensof, er ist der Ungrund, er ist das, was alles umfasst. Einerlei, wie Sie ihn bezeichnen, ob Sie jetzt ihn als Gott bezeichnen oder ob Sie ihn für sich bezogen als das wahre Selbst bezeichnen, aber in diesem Geist sind die Gegensätze. Wenn Sie also nur denken, sind Sie niemals im Geist. Der Denkende kann, wie man so sagt, geistreich sein. Das kann er sein. Er holt alle möglichen brillierenden Gedanken, aber auch der Geistreiche findet keine Lösung, findet keine Erlösung des Denkproblems. Denn jedes Denken ist in irgendeiner Weise ein Problem. Sie denken nur dann, wenn Sie in einem Problem sind. Und ein Problem ist immer eine Verwicklung. Jedes Problem ist eine Verwicklung. Und wenn es nur kleine Verwicklungen sind, wenn es nur ein einziger Knoten ist, aber es ist immer eine Verwicklung. Wo keine Verwicklungen sind, da denken Sie auch nicht. Dann sind Sie in der Stille. Das heißt, unser ganzes denkendes Leben besteht eigentlich immer aus Komplikationen, aus Verwicklungen, aus Problemen. Und wenn wir kein Problem haben, dann schaffen wir uns Probleme. Wir haben unsere Probleme ganz einfach lieb. Wir sind gar nicht zufrieden, wenn wir gar keine Probleme haben. Wir wüssten gar nichts anzufangen, und das ist der Kernpunkt, und das ist auch die Kernfrage alles Religiösen. Wir wüssten gar nichts anzufangen, wenn wir kein Problem hätten. Das bedeutet, wir haben den Bezug zu dem eigentlich Religiösen, zu dem Sein, zu dem Geist noch gar nicht gefunden. Denn das, was wir mit unserem Denken als religiös bezeichnen, ist keine Religion. Wenn ich noch so schöne Dinge spreche oder denke über religiöse Dinge, so ist das keine Religion. Religion ist Hingabe an das Geist, ist Hingabe an das Leere, ist Hingabe in die Wüste, wie es die Bibel ausdrückt, schon im Alten Testament, wenn sie in die Wüste gegangen sind, ist das Ensof, ist das sich fallen lassen in den Urgrund meines Seins. Und dieser Urgrund meines Seins ist nicht zwei, sondern ist eins, ist das Ganze, das alles umfasst. Und in dem alles integriert ist. Hier liegt natürlich das, dass wir nun immer versuchen,
Dadurch, dass man die Denkprozesse sublimiert, und eine Sublimierung der Denkprozesse ist ja die Wissenschaft, dass man meint, man würde in einer immer größeren Sublimierung des Denkens, in einer Verfeinerung der Systeme, schließlich doch in dieses Absolute kommen. Und das ist eben der Irrtum. Schon im Alten Testament, der Turmbau von Babel, was war der anderes? Man versuchte nun mit dem Denken hinaufzukommen in den Himmel und Himmel und Erde miteinander zu verbinden. Aber was geschah? Der Turm brach zusammen und die Sprachen, das heißt die Beziehungsnamen vom Ich zum Du, das ist doch die Sprache. Wenn ich mit jemandem spreche, habe ich doch in meiner Sprache die menschliche Beziehung vom Ich zum Du. Die brachen auseinander, man hat sich nicht mehr verstanden. Das hängt nämlich ganz eng damit zusammen. Darum, je mehr Wissenschaft, umso mehr kommen wir voneinander auseinander. Desto mehr verlieren wir an den Beziehungen zu den Menschen. Je mehr Sie Soziologie und alle diese Dinge treiben, wo Sie verstehen wollen, die Beziehungen von Mensch zu Mensch, desto mehr verlieren Sie sie. Und das klingt wie paradox. Aber das ist in der Art des Denkwesens enthalten. Darum kommen wir in diesem Denken nie zu einer Freiheit. Wir kommen nie zu einer Lösung und Erlösung, sondern wir bekommen nur zu der Erlösung, wenn wir die ersten Ansätze machen vom Ich zum Du. Denn dann ist das Du, der Gegensatz, der mir entgegensteht, überhaupt jedes Ding, wie wir ja auch ganz deutlich in der Sprache sagen, Gegenstand, es steht mir entgegen. Das ist etwas, mit dem ich mich auseinanderzusetzen habe und das ich in mich zu integrieren habe. Der heilige Thomas von Aquin spricht beispielsweise in seiner Engellehre, dass ein Engel als ein rein geistiges Wesen sich, wenn er etwas verstehen will, sich über den Betreffenden ausbreitet und den Betreffenden in sich hineinnimmt. Und wenn er ihn in sich hat, wenn er ihn verinnigt hat, dann weiß er auch alle Zusammenhänge und alle Bausteine des Wesens dieses Menschen. Das bezeichnet er als die göttliche Einsicht, oder Einsicht heißt ja lateinisch Intelligenz. Die göttliche Einsicht ist also, das Viele in das Eine zu nehmen. Während unsere Wissenschaft es genau umgekehrt macht, sie nimmt die vielen Teile und versucht aus diesen vielen Teilen ein Ganzes zu machen. Und das ist unmöglich. Wir können wohl aus einem Ganzen die Teile erkennen, wir können aber nie aus den Teilen wieder ein Ganzes machen. Etwas ganz Einfaches, Sie können eine Blume zerpflücken und zerrupfen, aber Sie können sie nicht mehr zusammensetzen. Das ist einfach nicht mehr möglich. Und so ist es auch in unserem Denken und in unserem Bewusstsein. Wenn wir analysieren, so können wir das Lebendige nicht mehr zusammensetzen. Den Menschen, den Sie analysiert haben, oder der sich analysiert, oder einen liebenden Menschen, den Sie verkritisieren, den können Sie nicht mehr zusammensetzen. Sie tun irgendetwas zerstören, was ganz einfach nicht mehr zusammenfügbar ist. Und das eben ist die Gefahr. Diese Gefahr ist es, die nun verlangt, dass wir, wenn wir das richtig verstehen,
die Gegensätze zu überwinden haben. Da gibt es diese schöne Seligpreisung, die eigentlich so wenig bekannt ist. Selig sind, die viele Erfahrungen machen. Wir sollen Erfahrungen machen. Aber, und dazu kommt, und überwinden. Denn sie werden zu den Säulen im Tempel meines Vaters werden. Das heißt, die Erfahrung soll nicht dazu dienen, dass ich aus der Erfahrung meine Zukunft gestalte, sondern die Erfahrung soll dazu dienen, dass ich sie überwinde. Dass ich etwas, verstehen Sie, aus, ich möchte sagen, eine Essenz, eine Quintessenz, ja, aus der Erfahrung heraushole. Denn in einer jeden Erfahrung, selbst wenn sie noch so negativ ist, ist etwas wunderbar Göttliches drin. Es ist eine Liebe drin, dass ich dieses erfahren durfte. Sogar wenn mich ein Mensch schädigt, wenn er gemein zu mir ist, ist trotzdem eine Liebe Gottes darin, dass ich dieses erfahren durfte. Und aus dieser Erfahrung, wenn ich überwinde, finde ich etwas, das auf einer höheren Ebene liegt. Nehmen wir ein praktisches Beispiel. Es hat mich ein Mensch betrogen und er hat mich geschädigt. Das, was der normale Mensch macht, macht, dass er, selbst wenn er den Betreffenden nicht einer Bestrafung zuführt oder sonst Unannehmlichkeiten ihm bereitet, er zumindest diesen Menschen meidet. In der Überwindung aber würde es bedeuten, gerade dieser Mensch ist wichtig, damit ich, wie man in der Karma-Lehre sagt, nicht wieder mit ihm in eine karmische Situation komme. Er ist mir gegeben, damit ich ihm vergebe und damit ich ihm helfe, dass er nun mit mir in einem weiteren guten, liebenden Beziehung ist. Liebet eure Feinde und tut wohl denen, die euch fluchen. Eine Situation ist nicht damit abgetan, dass wir nur eine kausale Vergeltung haben, sondern sie ist dadurch angetan, dass wir nicht im Logischen bleiben, sondern den Logos herbeiziehen. Der Logos ist des Menschen. Die Logik ist den toten Dingen gegenüber. Die Materie, die Stoffwelt, der gehört unsere Logik. Und da haben wir ja nun unsere fachlichen Dinge. Was wir auch tun in unserem Beruf, das hängt mit Logischem zusammen. Aber so wie es um den Menschen, die Beziehungnahme, um das Leben als solches geht, da allein gilt der Logos. Und da, wenn ich hier mit denselben Verfahren wie mit der toten Materie, bringe ich die Dinge in das Tote und schade mir selbst am meisten damit. Hier setzt natürlich die Lehre aller schon im Alten Testament, schon bei Jesus Christus, schon bei Buddha, überall setzt die Erlösungslehre ein. Die Erlösungslehre ist mit einem Bewusstsein vorhanden, das in uns selbst ist. Und dieses höchste Bewusstsein, dieses Bewusstsein, von dem wir im Christentum sagen, ist das Bewusstsein des Christus, die Bewusstseinsebene, im fernen Osten würde man sagen, die Buddha-Ebene. Dieses Bewusstsein ist es, das gewissermaßen die Weisheit enthält, die Lösung, die Erlösung und damit auch die Freiheit.
Hier komme ich also aus dem Allem, aus diesem ganzen Komplex heraus und komme in den Bereich einer wirklichen und absoluten Freiheit. Das ist also, damit wir es wohl verstehen, nicht ein Komplex, der nun mit einem Drainage unseres Denkens zusammenhängt, also mit einer Disziplin unseres Denkens, sondern das ist, dass wir ganz einfach dem Leben gegenüberstehen als einem Lebendigen. Das Leben ist und die Wirklichkeit ist. Das, was vergangen ist, ist nicht mehr. Das ist gewesen. Das Wesen war einmal. Bei einer Leiche sagt man, sie ist sie verwest. Das ist also zurückliegend. Mit dem haben wir nichts mehr zu tun. Das ist tot in uns. Darum sollen wir jeden Tag über unser Vergangenes drei Kreuze machen. Wenn Sie einem Menschen etwas vorwerfen aus dem Vergangenen, ist das etwas ganz Furchtbares. Das ist mit das Schlimmste, was es gibt, weil Sie ihn durch dieses Tote verhindern, lebendig zu bleiben. Er wird auch in das Tote mit hineingerissen. Das ist, darum sollen Sie auch Ihre Zukunft aus diesem Verwesten, aus diesem Gewesenen nicht aufbauen. Auf keinen Fall. Denn das, was aus diesem Vergangenen wird, das liegt nicht mehr in unserer Hand. Bei Jesajas heißt es, das Blutrote wird weiß werden wie das Fell eines Lammes. Das wird verwandelt. Gott bringt aus diesem Vergangenen, Schlimmen, holt er noch etwas heraus an Liebe, das wir gar nicht sehen können. Wir dürfen darauf vertrauen. Darum sollen wir uns auf keinen Fall in irgendeiner Weise an dieses Vergangene klammern, sondern wir sollen sehen, dass wir frei werden. Wir sollen sehen, dass wir da sind in der Freiheit. Das, was ist, das ist die Wirklichkeit. Und wenn Sie ganz da sein können, ganz aufgeschlossen, ohne das, was eben Sie anerkennen oder ablehnen, was Sie werten aus einem Vergangenen her, lassen Sie doch die Wertungen aus dem Vergangenen weg, sondern seien Sie einmal ganz da. In dem Augenblick fangen Sie an zu leben. Vorher haben Sie nicht gelebt. Vorher waren Sie irgendwo halbtot. Und jeder Denkende ist halbtot und darum braucht er immer Stimulantien, alles Mögliche, Kaffee und Aufpulverungen und alle möglichen, damit er irgendwie sich vitalisiert. Und er kann das Leben, Vita, das ganze Leben in seiner Herrlichkeit eigentlich nur erfahren, wenn er immer da ist, wo er ist. Alles Vergangene, das ist etwas, das uns nichts mehr angeht. Wir sind dazu da, dass wir die Samen ausstreuen. Ob der Samen aufgeht oder ob er nicht aufgeht, geht uns nichts mehr an. Und wenn dann nachher jemand sagt, der ist aufgegangen und er will sich bei uns bedanken, so müssen wir das ablehnen. Das geht uns gar nichts an. Das ist nicht mehr meine Sache. Wir sind wirklich nur da, dass wir diesen Samen ausstreuen.
Wenn wir das verstehen, dann haben wir für unser Leben viel gewonnen und nur auf diese Weise gewinnen wir letztendlich die Freiheit, während alles andere Denken uns Leid, Kummer, Liebeskummer vor allem schafft, was ja eines der größten Kummer ist in unserer Welt, und Kummer in Bezug auf unsere Beziehungsnahme. Das also wäre einmal die Grundlage, von der wir sprechen sollten und an die wir uns immer einmal wieder in allen Stunden unseres Daseins erinnern sollten. Wo kommen ursprünglich die Gedanken her? Wir haben, wenn wir so in der Kabbala, in den alten Schriften der Weisheit lesen, doch die Erkenntnis, dass alle Gedanken von Gott kommen. Dass also jeder Gedanke, auch der Gedanke, der noch so abwegig, noch so pervers ist, ursprünglich ein reiner Gedanke war. Und dass dieser Gedanke dann später nur durch den Menschen verformt worden ist. Vielleicht darf ich da doch noch einmal auf das hinweisen, was ich schon des Öfteren erwähnt habe, dass es eigentlich nur ein Leben gibt. Und das ist das Leben Gottes, in dem wir alle sind. Und dass es in diesem Leben auch nur ein einziges Bewusstsein gibt. Und dieses Bewusstsein ist das Bewusstsein an sich. Man hat dieses Bewusstsein an sich in der Zeit der Gnosis bezeichnet als das Licht im Lichte. Licht bedeutet ja Bewusstsein, aber die innigste, feinste Substanz des Bewusstseins, das ist das Licht im Lichte, das innere Licht. Und dieses innere Licht, das ist auch in einem jeden Denken und sogar in einem bösen Denken, sogar in dem abwegigsten Denken irgendwo keimartig enthalten. Das bedeutet mit anderen Worten das, was ja schon die alte Lehre aus den Upanishaden besagt, dass überall Gott inmitten ist. Er ist also auch in dem inmitten, was wir böse nennen. Er verbirgt sich darin, weil ja ursprünglich das, was im Ursprung war, eben Gott ist. Nur der Mensch, der ist es, der nun etwas getan hat, dass dieses Vollkommene und Umfassende verzerrt worden ist. Womit hängt das zusammen? Das individuelle Leben, das wir hier in dieser Existenz haben, da wir leiblich sind, wobei diese Leiblichkeit ja nicht nur auf unsere chemisch-physische Leiblichkeit, sondern auch auf die sphärische Leiblichkeit ausgerichtet ist, also auf die feineren geistigen Körper. Diese sind Formen. Formen und Gestalten. Form und Gestalt, das steht in meiner Freiheit und in ihrer Freiheit. Wie forme ich etwas? Denn das, was Leben ist, das ist. Aber wie gebe ich dem Leben eine Form, das in meiner individuellen Art
dieses Leben vollkommen durch diese Form fließen kann. Das heißt, das Geheimnis des Lebens ist Rhythmus. Rhythmus heißt ja fließen. Und das Wichtigste, das an jedem Tag geschieht, ist, dass ich es fließen lasse. Wenn Sie plötzlich oder schockartig in eine schwierige Situation kommen, ist das Wichtigste, dass Sie ja nicht das Leben in eine Stauung bringen. Denn Stauungen erzeugen ja Schock. Es muss ein Schock nicht sein, sondern Sie können es fließen lassen. Und wenn es fließt, dann passiert nichts. Das Schlimmste ist, dass wir immer wieder den Fluss in irgendeiner Weise stauen. Jeder Komplex, jeder Eifersucht, jede seelische Schwierigkeit, emotionale Krise, alle die Dinge, die sie belasten, erzeugen ja, und das ist das Schlimme, Verengungen. Darum aus dem Wort Enge, Angina, Angst, wird alles zusammengezogen. Es geht ja sogar bis psychosomatisch, bis in das Körperliche, dass die Gefäße sich verengen. Und dadurch fließt es nicht. Dieses Fließen, das wir körperlich in unseren zwei Kreislaufsystemen haben, im hormonalen Kreislaufsystem und im Blutkreislaufsystem, daran zeigt sich ja, ob wir gut durchblutet sind. Denn überall, wo sich etwas staut, auch körperlich, organisch, haben sie eine Parallele oder eine Entsprechung zu einem seelischen Stauen. Irgendwo fließt es nicht, sie lassen es nicht fließen. Jede Krankheit ist also nichts anderes, als dass wir auf irgendeinem Sektor etwas nicht fließen lassen, das Leben nicht fließen lassen. Und da sind wir nun natürlich wieder bei den Gedanken. Selbstverständlich sind es die negativen Gedanken, die wir haben, die zuerst einmal Stauungen verursachen. Darum ist die primitivste Schule, die es ja gibt, ich denke ja an die Amerikanerin Shin und so weiter, die, dass man sagt, man soll nur positive Gedanken haben. Das ist die primitivste Schule. Das ist die, die noch mit Ursache und Wirkung ganz am Anfang zusammenhängt. Und bestimmt ist es für manche Menschen gut, dass wenn sie immer wieder nur mit negativen Gedanken sich bewegen, dass sie langsam positive Gedanken erzeugen und die negativen zurückdrängen. Aber das ist nicht die Lösung und das ist auch nicht die Erlösung. Dieses Fließen lassen, verstehen Sie, das ist das, was mit einer Hingabe zusammenhängt. Im Indischen spricht man von Bhakti, von der Hingabe der Liebe, von der Hingabe, dass man spürt, dass uns alles, was auch geschieht, zu unserem Besten geschieht. Auch jedes Unglück, das uns geschieht, geschieht zu unserem Besten. Wenn Sie in dieser Gewissheit sind, in dieser wirklichen, absoluten Gewissheit, dass alles, was geschieht, zu Ihrem Besten geschieht, in dem Augenblick kommen Sie nicht in die Gefahr, etwas zu stauen, sondern Sie nehmen es an, Sie akzeptieren es. Und wenn Ihnen ein Unrecht geschieht, so fangen Sie nicht an, das zu rechten oder das Gericht selbst in die Hand zu nehmen, sondern Sie wissen, dass da ein Richter ist, der alles dieses wieder in das Gleichgewicht bringt. Sie müssen natürlich ganz, oder Sie dürfen hier ganz in diesem Fluss bleiben
Und wenn Sie in diesem Fluss sind, sehen Sie, dass sich das, was eben als großes Unglück erscheint, sich in wunderbarer Weise auspendelt und Sie dadurch in eine ganz wunderbare Freiheit Ihres Lebens gelangen. Sie machen sich keine Gedanken über Menschen, die Ihnen geschadet haben. Was können Sie denn schon auch schaden? Was kann ein Mensch einem wirklich schaden? Denn das, was er schadet, das ist ja von mir selbst verursacht. Wenn ich jemanden habe, der mir schadet, so muss ich erkennen, dass ich es selbst einmal verursacht habe und dass ich heute reif bin, reif genug, dass wenn dieser Mensch mir Schaden zufügt, dass ich ihm nicht wieder anklage und wieder neuen Schaden verursache, sondern dass ich ihm zu vergeben vermag. Das heißt, es tritt immer nur an mich das heran, wozu ich reif bin. Wenn ich aber letztendlich diese Reife nicht nütze und wenn ich das, was jetzt an mich herankommt, nicht wirklich richtig in die Wege leite, sondern mich nach anderen Menschen richte, in demselben Augenblick kommt natürlich ein ganz wesentlicher Rückschlag. Wir dürfen das eine nicht vergessen, wenn es um eine Versuchung geht, denn das Wort Versuchung kommt ja im Vater Unser vor. Wenn es um eine Versuchung geht, dann versuchen wir uns selbst. Ich versuche mich. Ich will mich prüfen, ob ich diese Reife schon habe oder nicht. Niemand anders versucht. Wenn von draußen, ich wünsche mir einen Menschen, der mich in eine schwierige Lage bringt. Das habe ich mir gewünscht. Niemand anders. Und wenn das nun ist und es gelingt mir nicht, mich richtig zu verhalten, dann weiß ich, dass ich da hier noch irgendwie etwas tun muss, dass es mir gelingt. Das ist die Einstellung, die wir haben sollten, dem Übel gegenüber. Denn das Übel ist etwas, von dem wir nicht erlöst werden sollten. Wir sollten von der Drangsal erlöst werden. Die Übersetzung im Vater Unser von Übel oder von Bösem ist falsch. Es heißt, erlöse uns aus der Drangsal. Aus dem, was mich immer wieder drängt, einem wieder dagegen, gegen den Stachel zu löcken. Denn die Grundlage der Lehre Jesu Christi ist ja auch die, widerstrebet nicht dem Übel. Wenn das Übel durch einen anderen an mich kommt, soll ich ja nicht zurückschlagen, sondern soll es annehmen. Wenn ich es annehme, komme ich von allein in das Umdenken, in Metanoia. Das ist das Umdenken. Und in diesem Umdenken vollzieht sich das große Wunder. In dem Augenblick geschieht etwas, was ich so bezeichnen möchte, was jeder Mensch selbst in sich hat, in seinem Ursprung, seine unbegrenzten Möglichkeiten. Aus dem Bereich der unbegrenzten Möglichkeiten geschieht dann das Wunderbare. Und dort bin ich, der ich bin. Ich bin ja gar nicht im Begrenzten. Das Begrenzte ist ja nur das, wo ich mich selbst erfahren will. Ich will mich erfahren, inwieweit ich bin und inwieweit ich vor allem in den Beziehungsnamen zu anderen bin.
Dieses ist die Voraussetzung, die wir haben sollten, um gewissermaßen frei zu werden. Frei zu werden auch aus dem, was nun als Karma auf uns lastet. Wir sind ja, wenn wir Karma sagen, doch im Karma in nichts anderem, als, wie wir ja es auch in der Psychoanalyse und so weiter sagen, der Zwinger ist in uns. Das heißt, ein Karma ist ein Tun, das ein gezwungenes Tun ist, das kein freies Tun ist. Und dieses gezwungene Tun, dieses zwanghafte Tun, das ist das, was im Gegensatz steht zur Freiheit. Es gibt ja auch unbedingt zwanghafte Gedanken. Und Sie sehen ja auch, dass es Menschen gibt, die sogar in eine derartige Zwanghaftigkeit des Denkens hineinkommen, dass sie in eine Heil- und Pflegeanstalt kommen. Sie stehen in einem zwanghaften Circulus Viciosus ihres Denkens. Das Karma wirkt sich hier in verdichteter Weise in einem solchen unheilvollen Kreislauf im Denken aus. Bei anderen sind die Kreisläufe draußen, die lassen sich, ich kenne Damen, die 30 Mal operiert sind, ganz einfach, weil dieses Zwanghafte sich dann auf ihr Körperliches auswirkt. Sie kommen aus dem Kreislauf der Operationen nicht heraus und andere kommen aus dem Kreislauf der Bankrotte nicht heraus. Und so gibt es überall zwanghafte Situationen, aus denen wir nicht herauskommen. Es geht ja doch darum, dass dieses Zwanghafte erlöst wird. Wobei zu sagen ist, dass wir den Erlöser in uns tragen. Das ist der Christus. Auch der Jesus von Nazareth hat diesen Christus in sich erkannt. Schon Moses hat es in sich erkannt. Sie haben den Christus, also sie haben dieses Erlösende, diese erlösende Fähigkeit haben sie in sich erkannt und haben die Konsequenz ergriffen und haben nun einfach aus dem heraus einmal gelebt. Wobei sie, so wie es schon bei einem Sokrates der Fall war, erkannten, dass in diesem Zusammenhang das Körperliche, diese vergängliche Erscheinung, ja vollständig sekundär ist. Primär ist, dass wir in die Freiheit kommen, dass wir aus dem Zwanghaften herauskommen. Denn wenn wir von einem Himmelreich sprechen und Christus sagt, das Himmelreich ist inwendig in euch, so meint er damit, in diesem Himmelreich habt ihr keinen Zwang mehr, da seid ihr vollständig frei. Und diese vollständige Freiheit ist identisch mit der Liebe. Also überall, wo wir in einer Hörigkeit sind, sind wir nicht in der Liebe, denn eine Hörigkeit ist ein Zwang. Überall, wo wir uns gebunden und gehemmt fühlen durch einen anderen, sind wir nicht in der Liebe. Eine Liebe, eine wirkliche Ehe, wo sie echt ist, ist ganz einfach so, dass man aus der Liebe treu ist und nicht, dass die Treue eine Pflicht ist. Überall, wo die Treue eine Pflicht ist, ist das ja keine Liebe mehr, dann kann man ja darauf verzichten. Nicht wahr? Das ist der Kernpunkt. Der Kernpunkt ist die Freiheit. Die Freiheit, die man ganz einfach dem anderen schenkt. Das ist ein Geschenk an das Du, ich schenke dir die Freiheit. Bitte, tu das. Und nur in dieser Freiheit kann die Liebe gedeihen. Überall, wo man das Gesetz und den Ehebrief oder sonst etwas
voransetzt und das andere nicht da ist, ist alles andere verkehrt. Das Geheimnis ist doch, dass das Gesetz nicht aufgehoben ist. Christus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern ich bin gekommen, euch das Größere zu zeigen, in das Gesetz eingefügt ist. Wenn wir die Liebe haben, dann werden wir das, was das Gesetz enthält, spielend halten. Wir denken gar nicht daran, dass wir hier nach einem Gesetz leben, sondern wir leben eben aus der Größe der Liebe heraus. Und das ist der Kernpunkt, um den es geht. Und sehen Sie, das sind die Dinge, die immer wieder durch die Gedanken zerstört werden. Denn die Gedanken analysieren, die Gedanken teilen. Darum heißt es, die Teile sind des Teufels, das Ganze aber ist Gottes. Der Teufel ist überall in den kleinen Dingen. Da, wo wir analysieren, wo wir zersetzen, wo wir kritisieren. Aber wo wir im Ganzen sind, da sind wir in Gott. Das ist der Unterschied, ganz klar ausgedrückt, zwischen Logik und Logos. Logik, ich meine nicht Logik, um diese Dinge zu machen, sondern Logik in der Liebe. Logik in der Beziehungsnahme vom Ich zum Du, das ist die Teile. Darin ist der Teufel. Darin ist die Trennung. Darin ist alle Misere unter den Menschen, bis zu den Kriegen, bis alles, was wir heute überall in der Weltgeschichte sehen. Aber wenn Sie das Große haben, die Liebe, dann kommen die Dinge in der Liebe von ganz alleine in die Ordnung. Denn dann ist die Beziehungnahme vom Ich zum Du eben eine gesunde geworden. Alles ist Beziehungsnahme vom Ich zum Du. Martin Buber sagt, dass wenn man an Gott glaubt und sagt, Gott liebt, dann bedeutet das so viel, dass wir alle Menschen ohne Ausnahme lieben sollen. Ganz einerlei, wie sie sind. Wenn wir das können, in dem Augenblick dürfen wir sagen, ich liebe Gott. Aber vorher nicht. Denn Gott ist das Ganze. Wenn ich also Ausnahmen mache und sage, nein, also den hasse ich und der kommt überhaupt nicht in Frage, dann brauche ich gar nicht von Gottes Liebe zu sprechen. Das ist sogar logisch. Nicht nur dem Logos entsprechend. Denn sehen Sie, so hängen eben doch die Dinge im lebendigen Leben zusammen. Und sehen Sie, da können wir nie vom Großen ausgehen, sondern da geht es immer um die Bewährung von dem Ich zum Du. Von jenem Ich zum Du, das immer gerade das Nächste ist. Ich habe selbst erlebt, wie in dem damals im Dritten Reich irgendwie so ein kleiner Mann Staatssekretär wurde und das Erste war, dass sie sich natürlich hat scheiden lassen und sich irgendwie jemand anders, der repräsentativer war, für ihn als Staatssekretär geheiratet hat. Sehen Sie, das sind aber so typische Erscheinungen. Es sind die Erscheinungen, wo wir ganz einfach nicht erkennen, wie die Beziehung vom Ich zum Du das Entscheidende für unser ganzes Leben ist. Und wo diese privaten Dinge, die wir ja immer irgendwo isolieren von den anderen Sektoren, wo die nicht in Ordnung sind, da ist auch das Ganze nicht in Ordnung. Irgendwo stimmt es da nicht. Dann kommt man irgendwie auch auf anderen Sektoren in Schlittern. Und darum ist das Wichtigste, dass diese ganz einfachen Beziehungen von uns nicht vernachlässigt werden.
sondern dass wir sehen, dass wir sie pflegen und dass aus dieser einen Situation andere Beziehungen zum Du werden. Denn auch im Sinne des Karma-Gesetzes ist es so, dass ein Mensch, der immer mehr die Beziehungen vom Ich zum Du pflegt, immer mehr Du's zum Betreuen bekommt. Also bis er schließlich ein Staatschef wird oder ein gerechter König, nicht wahr? Dass er immer mehr Du bekommt, für die er dann da ist. Diese Grundvoraussetzung ist das Wichtigste. Ich habe einmal mit dem Ehepaar Wassermann gesprochen, es war in der Schweiz, und ich fragte sie, wie sie eigentlich zu einem so dauerhaften Erfolg kommen auf den Bühnen. Da sagte sie, das kommt, weil wir füreinander da sind in der Familie und weil wir uns ganz einfach lieb haben. Das ist die Grundlage auch für alles andere. Stehen Sie, nicht für die, die wie ein Stern auftauchen und dann wieder erlöschen, sondern wo eine gewisse Kontinuität, irgendetwas Festes, irgendetwas, was mit der Ewigkeit eine Entsprechung hat, in diesem Leben oder in diesen Menschen erscheint. Und das eben ist es doch wohl auch, was dann uns erklärt, dass hier weniger das Denkwesen, das Kritische, das Analysieren eine Rolle spielt unter diesen Menschen, sondern eben die Liebe. Wir haben für unsere kritischen, analysierenden Gedanken Spielfeld genug. Wir auf unseren fachlichen Gebieten, die wir brauchen in der Materie, müssen wir unsere Sachkenntnis haben, müssen wir unsere Fähigkeiten mit einem kritischen Verstand, da kann der Verstand sich betätigen in Hülle und in Fülle, in den Berufen unserer Außenwelt. Aber lassen Sie dieses weg, und das entspricht nämlich dann auch den aus den 10 Geboten Mose, dem: Du sollst dir kein Bildnis und kein Gleichnis machen, weder das, was über der Erde, noch was auf der Erde, noch was unter der Erde ist. In unseren Beziehungen vom Ich zum Du und auch in unserer Beziehung vom Ich zu Gott gibt es kein Gleichnis und keine Beziehung. Da gibt es nur die Unmittelbarkeit des Herzens. Da gibt es jene Liebe, die ist und die ich nicht erzeugen kann, sondern die mir in dieser Unmittelbarkeit geschenkt wird, wenn ich mich auf sie einstelle.